entspannter Samstagabend am Chomptien Beach. So stellt man sich das vor. So haben wir euch das in sehr, sehr, sehr vielen Videos und Berichten gezeigt. Allerdings, die Realität heute sieht ein bisschen anders aus. Man kann am vorderen Bereich hier vielleicht noch ein bisschen Ruhe finden. Aber bevor man die Ruhe findet, hat ja der liebe Gott des Verkehrs den Stau und wahnsinniges Verkehrsaufkommen gelegt. Hier muss man viel Zeit einplanen im Moment. Damit hallo, herzlich willkommen zu Wadikap zu diesem Video mit aktuellen Bildern aus Chomptien. Ja, man sieht's, die neue, in Anführungsstrichen, Normalität schlägt sich auch gleich am Wochenende in dem Verkehr nieder. Wenn man, wie wir das früher so gekannt haben, noch bis vor wenigen Wochen, hier auch am Samstag auf der Beach Road innerhalb von wenigen Minuten von A nach B kommen konnte, ja, ist das heute hier ein richtig schöner Abenteuerurlaub und ein schöner Beginn seiner Zeit, die man hier verbringen möchte. Verkehr, wie ihr seht in den Bildern, ohne Ende, voll, alles mit Autos verstopft. Zwischen den Autos schlängelt man sich durch mit dem Moped. Also ein ruhiger, entspannter Anfang für einen Wochenendausflug hier nach Chomptien. Gerade am Abend gibt es im Moment leider nicht mehr. Natürlich ist das schön für die Leute, die hier Geld verdienen, die hier Business betreiben am Strand, in den Restaurants auf der linken Seite, in den Hotels und so weiter. Alles perfekt. Allerdings, die Schattenseiten lassen natürlich nicht lange auf sich warten. Wir hatten in einem der letzten Videos euch ja schon mal so ein bisschen berichtet über die lange Foodmeile, die es hier hinten gibt. Dort wollen wir auch heute noch mal hin. Und wir hatten ja in diesem Video auch schon gesagt, das wird nicht lange gut gehen. Das wird zu Problemen führen. Und da wir mittlerweile so ein bisschen die Mentalität hier der Leute kennen und weil wir ein bisschen uns auch hier in Pattaya auskennen, war das klar, dass genau dieses Endergebnis kommen wird. Die große Problematik daran ist natürlich, die Leute wollen ein Unterhaltungsangebot haben, die wollen ein Essensangebot haben, die wollen am Wochenende was erleben. Allerdings wollen das alle und alle auf einen Schlag. Und dann sieht das hier entsprechend so aus. Im Moment muss man sehr, sehr viel Zeit einplanen wieder, um hier von A nach B zu kommen. Vielleicht wäre ein Fußmarsch auch deutlich entspannter gewesen, weil man ist ähnlich schnell, man ist ähnlich langsam, wie man das halt mal sehen möchte. Bartbusse und so weiter fahren natürlich auch wieder, auch bis spät im Abend, aber die haben auch hier natürlich ihre liebe Not, hier durch den Verkehr zu kommen. Ihr kennt das auch mit den Verkehrsregeln, wird hier sehr locker alles genommen und dann steht man hier lange, lange Zeit im Stau, nur um in Richtung Essen zu kommen. Weil das Lustige ist, es gibt ja eigentlich die ganze Chomptien Beach Road lang was zu essen, Restaurants, Foodcarts und alles, was man eigentlich haben möchte. Aber in dem vorderen Bereich, der also an Pattaya anschließt und gleich so oben auf Richtung ja, der Polizeistation, wo das Schild ist und so weiter, die Ecken, die man so kennt, da ist relativ ruhig. Richtig schlimm wird es erst hier hinten. Und dann ist es für uns wieder sehr schön oder entspannt, wenn wir hier aus den alten Zeiten noch jemanden kennen bei einem Kondominium, der uns dann mal freundlich die Tür aufmacht und sagt, ach ja, komm, packt doch euer Moped hier. Das bringt da nicht stundenlang rumzusuchen. Vielen herzlichen Dank an den netten Security, der sich noch an uns erinnert. Also für uns wird es ab hier entspannt. So, wir sind jetzt Höhe Lumpini Tower. Ihr seht es an dem zweiten Chomptien Pattaya Beach Schild. Bis hier, also mit dem Moped zu fahren von der Ecke vorne, hat eine gute ja, Dreiviertelstunde gedauert. Wir sind froh, dass wir nicht noch weiterfahren müssen, weil man könnte jetzt ja bis hinten hinterfahren zum Lungs Hawaii, bis auf die ganze Ecke. Aber das Bild wird sich ähneln. Verkehr in beiden Richtungen, Verkehr auf beiden Seiten richtig schön zäh. Warum? Alles zugeparkt auf der rechten Seite, wie ihr das hier seht, mit ja, Foodcarts, mit Händlern, die eigentlich aus dem schönen Strand hier ja, so einen bunten Jahrmarkt gemacht haben mittlerweile. Was ich gerade schon gesagt habe, auch sehr, sehr zum Ärgernis der Anwohner, gibt da sehr, sehr viel Stress.
mit dem Endergebnis, dass hier am 27., also quasi morgen, das alles verboten ist, das alles geschlossen wird erstmal. Wie wir das in dem Video auch gesagt haben, am Anfang war das sehr, sehr, sehr entspannt hier. Es gab 3, 4 kleine Händler, 3, 4 kleine Restaurants, die sich hier den Platz so ein bisschen schön gemacht haben am Abend, ein paar Stühle hingestellt haben, ein paar Lichter aufgebaut haben und man konnte hier entspannt sitzen und das ein bisschen genießen, vollfuttern, viel reden und alles, was man halt so macht. Mittlerweile, ja, ich würde es als großen Jahrmarkt betrachten hier. Sieht man diese Bilder, weiß man auch, wovon wir sprechen. Also alles voll mit Urlaubern hier. Zu 98, 99% würde ich sagen Thailänder, also kaum mal ein Ausländer, den man hier sieht, weil die haben das halt für sich entdeckt. In Social Media wurde das überall verbreitet, dass man hier halt schön sitzen kann, dass man hier halt essen kann, dass es hier auch sehr günstig zum Essen ist, darf man auch nicht vergessen. Aber all das hat auch zu Problemen geführt, die wir halt im Vorfeld schon gesehen haben und die jetzt auch von amtlicher Seite erkannt worden sind. Überall gibt es diese großen Schilder, wo den Leuten schon mal mitgeteilt wird. Am 27. Juni, also morgen, ist hier Schluss. Warum ist das so gekommen? Ihr seht das an diesen Bildern. Hunderte von diesen kleinen, ja, Pop-up-Restaurants, wie man das auch immer nennen möchte, hunderte von Händlern, all das gemischt mit Lärm, mit sehr, sehr viel, ja, auch Gerüchen und so weiter, wenn die dort alle kochen. Verkehrstechnisch habe ich auch schon angesprochen gehabt, also ein riesengroßes Problem, ein riesengroßes Ärgernis. Von Pattayas Seite hatte man ja so im Blick gehabt, diesen Strand Miami zu nennen oder halt wie in Miami das aufzubauen. Jetzt können wir ein bisschen mitreden zum Thema Miami, South Beach, wie die Strände dort aussehen. Riesige Walking Miles, wo man also laufen kann, Skateboard fahren, Rollerskate und so weiter. Aber es gibt dort halt nichts zu essen, es gibt dort keine Getränke, wie es in Amerika bekannt ist, auch kein Alkohol und, und. Damit ist das natürlich so als Lauf- und Flaniermeile sehr, sehr schön. Hat dann auf der rechten Seite auch am South Beach den riesigen Strand, wo man dann auch bis nachts schwimmen kann mit Lifeguards und alles, was dazugehört. So ähnlich hatte man sich das hier auch vorgestellt. Man hat diesen Strand ja vor wenigen Wochen und Monaten erst angefangen aufzuschütten. Er ist sehr, sehr, sehr schön, darf man nicht vergessen. Allerdings, zumindest ist das meine Meinung, man hat es nicht geschafft oder vergessen oder es kommt noch, diesen Strand entsprechend auszubauen. Sprich, breite Laufwege, Bäume zu pflanzen und alles ein bisschen, ja, so aufzuhübschen. Nur den Sand dorthin zu schütten, hat nicht allzu viel genutzt. Vielleicht kommt das alles nochmal, vielleicht ist das alles in der Planung. Hätte aber dieses Problem auf alle Fälle hier verhindert. Jetzt ist das Geschrei natürlich groß. In den News jeden Tag Berichte darüber. Die Händler, die sich hier niedergelassen haben, vielleicht haben die auch irgendwie was bezahlt dafür, weiß man nicht genau, konnten wir auch nicht in Erfahrung bringen. Die regen sich natürlich fürchterlich auf, sind bis zur Stadtverwaltung gezogen, haben dort protestiert, haben dort ihren Unmut, ja, Luft gemacht. Weil sie halt sagen, ja, mein Gott, das ist für uns eine Einnahmequelle. Hier haben wir ein bisschen Geld verdient. Hier hat es die Urlauber und Touristen hergezogen. Es muss doch eigentlich auch schön sein für die Restaurant- und Hotelbetreiber, wenn man hier einen Platz hat, wo die Leute, ja, sich aufhalten. Damit ist diese ganze Geschichte natürlich komplett zweischneidig. Auf der einen Seite, wie eben gesagt, die Leute müssen Geld verdienen für ihren Lebensunterhalt. Die Leute haben hier eine Möglichkeit, mit Essen, mit ganz, ganz einfachen Mitteln Geld in die Familienkassen zu bringen. Auf der anderen Seite natürlich ein Riesenärgernis für Leute, die hier Hotels gebaut haben, die nicht mal 500 Baht kosten, sondern richtig teuer sind. Für Leute, die hier große Kondos gekauft haben, die teilweise im zweistelligen Millionenbereich liegen. Und diese Leute haben natürlich dann hier, ja, durch diese Veränderungen an dem Strand und so weiter, eine Einschränkung in ihren Lebensqualitäten und in ihren Dingen, die sie täglich machen. Wenn du hier hinten Kontobesitzer bist und brauchst täglich mehrere Stunden, um überhaupt zu deinem Konto zu kommen, dann ist das schon sehr, sehr ärgerlich. Und ich gehe auch schwer davon aus, wir werden uns das nochmal anschauen jetzt am Wochenende, dass das am Tag über hier nicht unbedingt sauberer ist. Weil ihr kennt das von Thailand immer,
Die Abfälle fallen links und rechts mal runter. Ob das dann liegen bleibt oder ob die städtische Stadtverwaltung kommt und dann sauber macht, ja, das ist halt immer so eine zwiespältige Geschichte. Man weiß halt immer nicht, wo schlägt das Herz. Zumindest ist mein Gefühl, dass von gestern Abend auf der einen Seite, wie gesagt, Geld verdienen für Leute, die auch vom Tourismus gelebt haben, die wirklich in den letzten 2 Jahren arg gebeutelt sind. Auf der anderen Seite kann man auch die Hotelbesitzer und die Kondoanwohner hier verstehen. Plus Lärmbelästigung, Müll und alles, was dazugehört. Und ich gehe auch mal sehr, sehr davon aus, dass der Strand nicht wirklich schöner wird, dadurch, dass der täglich von tausenden Leuten dort zertrampelt wird, dass der da auch verschmutzt wird und so weiter. Also all diese Dinge sind, wie gesagt, nicht einfach zu lösen. Das Lösungsangebot der Stadt war gewesen, liebe Händler, es ist doch überhaupt einfach, wir haben doch im vorderen Bereich der Beach-Tour, was ich gerade schon gesagt habe, viel Platz, wir haben doch dort auch zum Beispiel den Nightmarkt, warum mietet ihr euch nicht dort einen Stand und verkauft eure Sachen dort? Und genau das ist die Problematik. Diese Stände kosten natürlich Geld, man hat von amtlicher Seite wahrscheinlich auch Zugriff auf die Einnahmen, man könnte dann mal fragen nach Steuern und. Hier denke ich mal, geht das meiste Geschäft Cash über den Tresen und davon sieht natürlich von amtlicher Seite nirgendwas. Hat man viel Geld in den Strand hier investiert, möchte man ja vielleicht sein Geld auch als Stadt mal irgendwann wieder zurückhaben. Bisschen, wie ihr an den Bildern seht, bringt es aber auch für die anliegenden Restaurants. Auch hier wieder große Gruppen von Reisenden, wie ich gerade schon gesagt habe, zu 99% alles Thailänder, die hier mittlerweile auch hier mit Bussen wieder angefahren werden. Und ihr seht es an dem halsbrecherischen Kameralauf hier quer durch die Straße. Also so sieht es hier am Wochenende aus. Unter der Woche ist es ein bisschen ruhiger, aber nicht viel. Und damit könnt ihr euch schon gut vorstellen, wie das hier zum Ärgernis geführt hat. Man muss beide Seiten hören, man muss beide Seiten sehen. Für mich persönlich will ich mir nicht hier anmaßen, hier ein Urteil zu fällen oder einen Lösungsvorschlag zu machen. Sicherlich hätte man das vernünftig planen können. Man hätte auch voraussehen können, dass exakt das passiert. Ihr kennt die Thailänder, die sind sehr kreativ in solchen Dingen. Und wenn sich eine Möglichkeit bietet zum Geld verdienen, dann nehmen die auch mit. Und so ein Strand war die optimale Steilvorlage gewesen, um das hier entsprechend genau zu dem Ergebnis zu führen. Liebe Zuschauer, das soll es für dieses Video schon gewesen sein. Wenn euch diese Themen interessieren, wenn euch unser Kanal gefällt, bitte abonniert den doch. Gerne kommentiert eure Meinung zu diesem Video und zu allen anderen Themen, die es aus Thailand gibt. Über einen Daumen nach oben würden wir uns sehr freuen. Hilft uns und hilft auch YouTube-Algorithmus ein bisschen, das Video noch mehr Menschen zu zeigen, die sich vielleicht auch für Thailand, Pattaya und so weiter interessieren. Dann sagen wir danke für eure Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis morgen.